Herzlich willkommen zu unserem dritten Modul der Serie Beziehungen und wie sie gelingen können. In den vergangenen Modulen haben wir bereits gesprochen davon, dass viel von uns selber abhängt. Und Sie werden sich sicher fragen, wann gehen wir endlich zu den Beziehungen? Wann sprechen wir endlich von den anderen und wie ich den Partner meines Lebens kennenlernen kann und wie ich ihn erkennen kann und wie gehen überhaupt diese Beziehungen, dass sie wirklich gelingen können. Wir werden zu diesen Themen kommen, aber es ist erst einmal wichtig, dass wir bei uns selbst nachschauen. Denn normalerweise, Sie werden es aus Ihrer eigenen Erfahrung kennen, wenn Sie schon mehrere Beziehungen hinter sich haben. Normalerweise führen wir Beziehungen und dann enden sie. Dann kommen wir in die nächste Beziehung und ungefähr so ähnlich läuft es ab und dann enden sie wieder. Und so geht es weiter. Manche Leute 5, 6 Beziehungen, 7, 8, je nachdem. Und immer wieder enden sie, immer wieder sind sie unbefriedigend. Und das kann ja nicht immer an den anderen liegen. Deshalb die Frage, was sind meine Muster? Was hat das mit mir zu tun? Was trage ich dazu bei, dass ich nicht diese Beziehung bislang gefunden habe, die ich so sehr ersehne? Und das ist der Grund dafür, dass wir uns eine ganze Weile erst einmal beschäftigen werden mit, was trage ich selber dazu bei, dass meine Beziehung nicht gelingt? Oder wie kann ich mich verändern, dass meine Beziehung fortan gelingen und zur Quelle von Freude und Glück werden? Im letzten Modul habe ich davon gesprochen, dass es ganz wichtig ist, erstmal den gegenwärtigen Zustand, wo bin ich, festzustellen und auch vor allen Dingen, wer bin ich? Und wir haben vom Enneagramm gesprochen, als eine der Möglichkeiten, etwas mehr über sich selbst zu erfahren. Wie kann man das tun? Es werden im Internet einige Fragebögen angeboten, die Sie ausfüllen können und Sie bekommen dann eine Bewertung, was die Sonne scheint. Es ist noch ein wunderschöner Abend hier im Paradiso Integrale und mir läuft sogar der Schweiß herunter. Sie können diese Fragebögen ausfüllen und dann bekommen Sie eine Antwort und eine Einschätzung Ihres Enneatyps. Aber ich denke, Sie sind nicht sehr zuverlässig. Ich zum Beispiel durch jahrelange Arbeit mit dem Enneagramm weiß ganz genau, was mein Typ ist. Und ich habe 2 solcher Fragebögen ausgefüllt und mein Typ kam an 3. oder 4. Stelle als Möglichkeit zu. Das ist nicht wirklich eine zuverlässige Art, denn es geht meistens um Verhalten. Sie werden nach ihrem Verhalten gefragt in bestimmten Situationen, aber das Verhalten allein macht nicht den Enneatyp aus, sondern es geht um die zugrunde liegenden Motivationen. Deshalb möchte ich Ihnen raten, wenn Sie sich dafür begeistern können, einen Kurs mitzumachen und wo es über Erfahrung geht. Ich hatte Ihnen auch geraten, zuzuschauen, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen und wie verhalten sich die anderen in der ganz genau der gleichen Situation. Und dann eine Regelmäßigkeit im eigenen Verhalten festzustellen. Das wäre eine gute Möglichkeit. Nun, ich möchte heute noch nicht weitergehen. Im nächsten Modul möchte ich dann über weitere Möglichkeiten sprechen, wie man seinen Ist-Zustand besser einschätzen kann. Und auch den Zustand von anderen Menschen. Denn es geht ja letztendlich auch darum, dass ich erkenne, wo mein zukünftiger Partner angesiedelt ist und ob er wirklich zu mir passt. Aber das kommt später. Ich möchte noch einmal kurz über Veränderung sprechen. Sie können natürlich sagen, ich möchte eigentlich am liebsten bleiben, wie ich bin. Ich kenne mich ganz gut so und ich möchte alles, dass es so ist, wie es ist. Und nur einen richtigen Partner möchte ich finden. Das fehlt mir noch. Wir haben alle Hemmungen vor der Veränderung.
Wir haben Angst davor, was da wohl rauskommen mag. Aber ich kann Ihnen versichern, Veränderung passiert, geschieht immer. Wir können auch davon sprechen, Evolution geschieht immer. Evolution im persönlichen Leben und Evolution als der Menschheit an sich. Wir haben die Möglichkeit, Ja zu sagen zu unserer persönlichen Entwicklung oder wir können uns dagegen auflehnen. Und das können wir eigentlich erst, seitdem wir erwachsen sind. Dass Evolution oder Entwicklung zwangsläufig ist, möge jedem ja einleuchten am Wachstum des Kindes. Und dass Evolution oder die Entwicklung auch ganz in eine ganz bestimmte Richtung geht und einen ganz bestimmten Ablauf folgt, das können wir auch an der Kindheitsentwicklung ablesen. Piaget hat viel darüber gearbeitet, hat es an seinen eigenen Kindern beobachtet und es wurde dann zur Grundlage der Entwicklungspsychologie. Aber Sie wissen das auch aus Ihrer eigenen Erfahrung, wenn Sie Kinder haben oder Kinder beobachten können. Kinder zum Beispiel lernen erst laufen und wahrscheinlich sehr viel später lernen sie mathematische Gleichungen zu lösen. Und Sie werden von einem Kind nicht erwarten, mit 3 Jahren, dass es schon Integralrechnung kann oder Quantenphysik oder sowas. Sie wissen also eigentlich genau, dass ein Kind in bestimmten Altersgruppen, Altersphasen bestimmte Sachen tun kann und bestimmte Sachen noch nicht tun kann, die es dann später wird tun können. Dann haben wir die irrige Meinung, wenn die Schule zu Ende ist und wir sind den Jahren nach erwachsen, dann ist alles erreicht und wir können alles und ab da ist keine Entwicklung mehr. Aber das stimmt nicht wirklich. Wenn Sie mal daran zurückdenken, wenn Sie zum Beispiel in der Mitte Ihres Lebens sind, denken Sie zurück, wie waren Sie mit 15, mit 25, mit 35 und wenn Sie schon noch weiter blicken können, mit 40, 50. Vielleicht ist auch jemand Älteres dabei, der kann sehen, wie er mit 55, 60 war. War das genauso mit 50, genauso wie mit 15? Nein, da werden Sie zustimmen. Eine Entwicklung hat stattgefunden, nur meistens außerhalb Ihres bewussten Dabeiseins. In dem, was ich Ihnen hier anbieten und antragen möchte, ist, dass eine Bewusstheit in der Entwicklung als Erwachsene da sein kann, dass Sie sie benutzen können, um sich zu entwickeln, ohne vom Schicksal scheinbar hin und her gebeutelt zu werden, sondern dass sie ein Co-Kreator, ein Mitschöpfer ihres Lebens werden können. Bewusst Ja sagen zum Wachsen, statt immer wieder an irgendwelche Wände mit dem Kopf gehauen zu werden, immer wieder irgendwelche schlimmen Erfahrungen machen zu müssen, bevor wir endlich aufwachen und etwas verändern. Wir können uns auch entschließen, etwas zu verändern, so dass es uns leichter fällt, uns zu entwickeln. Die gute Botschaft ist, die frohe Botschaft ist, es ist möglich. Es braucht nur ein bisschen Willen dazu, ein bisschen dranbleiben und das Vertrauen darauf, dass wir das schon können. Und auch dieses Vertrauen können wir stärken, können wir lernen zu stärken. Und Sie sind hier und folgen uns. Wir haben das am eigenen Leib, im eigenen Leben erlebt. Ich und auch mein Mann Marc. Und wir möchten Ihnen das gerne weitergeben. Diese Zuversicht, Veränderung ist möglich und ist wunderbar, auch wenn sie nicht immer leicht ist. Alles hat seinen Preis, aber der Preis des Unbewussten, vorangeschubst zu werden von einem schlimmen Ereignis oder unangenehmen Ereignis zum nächsten, der ist doch so viel höher als der Preis der bewussten Entwicklung. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye bye. Tun können. Dann haben wir die irrige Meinung, wenn die Schule zu Ende ist und wir sind den Jahren nach erwachsen, dann ist alles erreicht und wir können alles und ab da ist keine Entwicklung mehr. Aber das stimmt nicht wirklich. Wenn Sie mal daran zurückdenken, wenn Sie zum Beispiel in der Mitte Ihres Lebens sind, denken Sie zurück, wie waren Sie mit 15,
mit 25, mit 35 und wenn Sie schon weiter, noch weiter blicken können, mit 40, 50. Vielleicht ist auch jemand Älteres dabei, der kann sehen, wie er mit 55, 60 war. War das genauso? Mit 50, genauso wie mit 15? Da werden Sie zustimmen. Eine Entwicklung hat stattgefunden, nur meistens außerhalb Ihres bewussten Dabeiseins. In dem, was ich Ihnen hier anbieten und antragen möchte, ist, dass eine Bewusstheit in der Entwicklung als Erwachsene da sein kann, dass Sie sie benutzen können, um sich zu entwickeln, ohne vom Schicksal scheinbar hin und her gebeutelt zu werden, sondern dass Sie ein Co-Kreator, ein Mitschöpfer Ihres Lebens werden können. Bewusst Ja sagen zum Wachsen, statt immer wieder an irgendwelche Wände mit dem Kopf gehauen zu werden, immer wieder irgendwelche schlimmen Erfahrungen machen zu müssen, bevor wir endlich aufwachen und etwas verändern. Wir können uns auch entschließen. Herzlich willkommen zu unserem dritten Modul der Serie Beziehungen und wie sie gelingen können. In den vergangenen Modulen haben wir bereits gesprochen davon, dass viel von uns selber abhängt. Und Sie werden sich sicher fragen, wann gehen wir endlich zu den Beziehungen? Wann sprechen wir endlich von den anderen und wie ich den Partner meines Lebens kennenlernen kann und wie ich ihn erkennen kann und wie gehen überhaupt diese Beziehungen, dass sie wirklich gelingen können? Wir werden zu diesen Themen kommen, aber es ist erst einmal wichtig, dass wir bei uns selbst nachschauen. Denn normalerweise, Sie werden es aus Ihrer eigenen Erfahrung kennen, wenn Sie schon mehrere Beziehungen hinter sich haben, normalerweise führen wir Beziehungen und dann enden sie. Dann kommen wir in die nächste Beziehung und ungefähr so ähnlich läuft es ab und dann enden sie wieder. Und so geht es weiter. Manche Leute 5, 6 Beziehungen, 7, 8, je nachdem. Und immer wieder enden sie, immer wieder sind sie unbefriedigend. Und das kann ja nicht immer an den anderen liegen. Deshalb die Frage, was sind meine Muster? Was hat das mit mir zu tun? Was trage ich dazu bei, dass ich nicht diese Beziehung bislang gefunden habe? Aber ich kann Ihnen versichern, Veränderung passiert, geschieht immer. Wir können auch davon sprechen, Evolution geschieht immer. Evolution im persönlichen Leben und Evolution als der Menschheit an sich. Wir haben die Möglichkeit, Ja zu sagen zu unserer persönlichen Entwicklung oder wir können uns dagegen auflehnen. Und das können wir eigentlich erst, seitdem wir erwachsen sind. Dass Evolution oder Entwicklung zwangsläufig ist, möge jedem ja einleuchten am Wachstum des Kindes. Und dass Evolution oder die Entwicklung auch ganz in eine ganz bestimmte Richtung geht und einen ganz bestimmten Ablauf folgt, das können wir auch an der Kindheitsentwicklung ablesen. Piaget hat viel darüber gearbeitet, er hat es an seinen eigenen Kindern beobachtet und es wurde dann zur Grundlage der Entwicklungspsychologie. Aber Sie wissen das auch aus Ihrer eigenen Erfahrung, wenn Sie Kinder haben oder Kinder beobachten können. Kinder zum Beispiel lernen erst laufen und wahrscheinlich sehr viel später lernen sie mathematische Gleichungen zu lösen. Und Sie werden von einem Kind nicht erwarten, mit 3 Jahren, dass es schon Integralrechnung kann oder Quantenphysik oder sowas. Sie wissen also eigentlich genau, dass ein Kind in bestimmten Altersgruppen, Altersphasen bestimmte Sachen tun kann und bestimmte Sachen noch nicht tun kann, die es dann später wird, die ich so sehr ersehne. Und das ist der Grund dafür, dass wir uns eine ganze Weile erst einmal beschäftigen werden mit, was trage ich selber dazu bei, dass meine Beziehung nicht gelingt oder wie kann ich mich verändern,
dass meine Beziehung fortan gelingen und zur Quelle von Freude und Glück werden. Im letzten Modul habe ich davon gesprochen, dass es ganz wichtig ist, erstmal den gegenwärtigen Zustand, wo bin ich, festzustellen und auch vor allen Dingen, wer bin ich. Und wir haben vom Enneagramm gesprochen, als eine der Möglichkeiten, etwas mehr über sich selbst zu erfahren. Wie kann man das tun? Es werden im Internet einige Fragebögen angeboten, die Sie ausfüllen können, und Sie bekommen dann eine Bewertung, was die Sonne scheint. Es ist noch ein wunderschöner Abend hier im Paradiso Integrale und mir läuft sogar der Schweiß herunter. Sie können diese Fragebögen ausfüllen und dann bekommen Sie eine Antwort und eine Einschätzung Ihres Enneatyps. Aber ich denke, Sie sind nicht sehr zuverlässig. Ich zum Beispiel durch jahrelange Arbeit mit dem Enneagramm weiß ganz genau, was mein Typ ist. Und ich habe zwei solcher Fragebögen ausgefüllt und mein Typ kam an dritter oder vierter Stelle als Möglichkeit zu. Das ist nicht wirklich eine zuverlässige Art, denn es geht meistens um Verhalten. Sie werden nach ihrem Verhalten gefragt in bestimmten Situationen. Aber das Verhalten allein macht nicht den Enneatyp aus, sondern es geht um die zugrunde liegenden Motivationen. Deshalb möchte ich Ihnen raten, wenn Sie sich dafür begeistern können, einen Kurs mitzumachen und wo es über Erfahrung geht. Ich hatte Ihnen auch geraten, zuzuschauen, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen und wie verhalten sich die anderen in der ganz genau der gleichen Situation. Und dann eine Regelmäßigkeit im eigenen Verhalten festzustellen. Das wäre eine gute Möglichkeit. Nun, ich möchte heute noch nicht weitergehen. Im nächsten Modul möchte ich dann über weitere Möglichkeiten sprechen, wie man seinen Ist-Zustand besser einschätzen kann. Und auch den Zustand von anderen Menschen. Denn es geht ja letztendlich auch darum, dass ich erkenne, wo mein zukünftiger Partner angesiedelt ist und ob er wirklich zu mir passt. Aber das kommt später. Ich möchte noch einmal kurz über Veränderung sprechen. Sie können natürlich sagen, ich möchte eigentlich am liebsten bleiben, wie ich bin. Ich kenne mich ganz gut so und ich möchte alles, dass es so ist, wie es ist. Und nur einen richtigen Partner möchte ich finden. Das fehlt mir noch. Wir haben alle Hemmungen vor der Veränderung. Wir haben Angst davor, was da wohl rauskommen mag.